Yeah! Wir sind noch da! Jetzt achte ich so im Bild, was ist das für ein komischer Balken da oben, hier. Aber dabei ist das so. Der Schatten. Snuffles, hallo. Also, was ich sagen wollte, ist, dass ich heute hallo, übrigens passend angezogen bin. Oh! Hey, geil, das ist ja vom, cool, von diesem Spiel. Ja, absolut. Ja. Geil. Ganz cool. Das war jetzt auch tatsächlich Zufall. Das ja, also Zufall. 3D. Geiles Shirt, ein Nittis. Und nicht nur HD, sondern 3D. Geil. Aber wir haben ja das letzte Mal diese Fähigkeit erhalten. Ja, genau. Wir haben ihn da erhalten, wir sind da irgendwie rumgegurkt und dann sagtest du, als ich irgendetwas betreten wollte, nein, warte noch und so. Das war dann wohl der zweite Tempel, oder haben wir den schon? Nein, ich glaube, war das nicht dieser Tempel hier? Ja, genau. Ja, das wäre ein bisschen dann schnell, wenn wir da schon drin gewesen wären. Wer weiß. Was war jetzt das? Nein, da waren wir noch nicht. Was war denn was? Aha. Okay. Oh, kann ich nicht. Direkt so in die Action. Ja, definitiv. Wenn mein Internet ausfällt, dann... Warte, dann hab ich jetzt etwas Neues. Ah. Was, Romero, dafür nicht? Nein, 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 nein. Ich lieb das. Warte, dann gehen wir aber zurück. Ja, da hat es ja. A first temple. Ja, aber. Ich glaube, also Miro war einfach zu scharf. Ich war eben in HD und jetzt ist Bolle auch noch in HD. Oh Gott. Eieiei. Gibt alles. Mhm. Bisschen besser aufpassen. Falscher Knopf. Geh weg. Ah, das löscht sich. Ei, ei. Ah, den Schnabel aus Stein, den hatten wir ja schon mal. Gut, ich muss mich wieder dran gewöhnen. Ja. Ups. Wo springt man bei Breath of the Wild auf? X, oder? Ah, ja, X. Hey, Lumi, hallo. Hallo. Ja, was aufpassen, hier muss man Vollgas geben. Ui. Ich senke die Bodenplatten, indem du den Kristall anschlägst. Ja, easy. Ba-ba-ba! Oh, man kann oben drüber. Das ist doch geil. Mhm, du kannst drauf stehen, aber halt nicht drüber springen. Das ist. Die sind viel zu. Wie man schon sieht. Mhm. Da muss man aufpassen. Oh nee, nicht so ein Copy-Dinger. So. Easy. Ah. Easy going. Oh ja. Danke, Lumi. Lumi. Wow. Party in 100 rum. Party all the time. Party all the time. Danke schön für 200 Bits, du Verrückter. Vielen, vielen Dank, Lumi. Oh, er startet schon mal hier. Unglaublich, danke dir. Wow.
Erzählt mal, wie seid ihr ins Wochenende gestartet? Alles gut so weiter. Oh my God. Ina. Was ist das? Uni 200, ich will auch das freischalten. Oh, Ina. Danke schön. Und nice. Was sehe ich da eigentlich? First? Was ist das Neues? Ja, was Neues? Ist das? Habe ich auch noch nicht gesehen. Founder Badge. Ein Founder Badge. Hm? Was ist ein Founder Badge? Ina, du bist da im Moment aktiver als ich. Was ist das? Die ersten 10, die gesappt haben. Ja, geil. Ich bin eine deiner nächsten. Ja, absolut. Hey, wo ist denn meins? Du auch, glaube ich. Schreib mal das rein. Oh, wie cool. Wie geil. Süß. Ah, cool. Die ersten 10 bekommen Ja, geil. Das ist mal wirklich wieder eine geile Idee von Twitch. Ich bin immer noch nicht Fan vom neuen Design. Tut mir leid. Aber, Ich war jetzt lange nicht unterwegs. Aber ich dachte, dass wir dann wenigstens geschafft haben, dass man, wenn man die App verlässt, also die App sieht ja auch neu aus, wenn man die verlässt, dass der Chat dann nicht irgendwie weg ist. Aber selbst das haben sie nicht geschafft. Aber sie haben diverse andere Sachen. Also generell muss ich sagen, die meisten Sachen, die sie jetzt im Moment so am Arbeiten sind, richtige Richtung, alles tipptopp und so. Aber eben der Style oder das Design, nee. Das sieht echt ein bisschen retro aus. Ich glaube niemand, ja. Geht's bis jetzt, Snuffles, mit dem Internet? Doch Internet, Entschuldigung. Dieses 1 ist halt blöd für die Leute, die lange da sind und nicht die 1 haben. Ja, das stimmt. Die dann erst Nummer 11 waren. Ja. Süßwasser, hallo. Hi. Wow. Und hallo Perry. Hey Perry, hallo. Hallo zusammen. Na, wie geht's euch? Alle fit und munter und gut ins Wochenende gestartet? Irgendwie, das muss ich bestimmt machen. I don't know, aber wir gehen mal weiter. Geht gut, danke, bei euch auch soweit. Wenn das Motiv auf dem Boden gleich ist, wird sich ein neuer Weg. Autsch! Autschi, bautschi. Lauf! Ich finde die Ansicht immer noch so speziell. War das im Original auch so? Ja, klar. Da gab es auch solche Passagen. Witzig. Geht's auch super. Sehr schön. Oh, Leben. Herzchen. Moment. Hopp. Nothing happened. Nein. Warum? Ist einfach so. Ach so. Denken, dass du da nichts sehen kannst. Oh mein Gott. Smarty! Wow. Moment. Oh. Ah, er ist sogar abgelenkt. Was geht ab, Smarty? Dankeschön. Was? Du wirst hier drücken und dann. Danke, Smarty. Das ist sehr lieb von dir. Vielleicht solltest du aus seiner Reichweite. Ja. Und nicht da drauf stehen! Oh mein Gott. Yeah, bam! Smarty zuerst. Dankeschön für den Sub an Perry und Romeo, da man kommt hört dich nicht. Der. Also ich höre dich nicht. Aber hallo Tobi und danke. Du hast recht. Ich weiß nicht, warum es das Mikrofon zu dir gemutet hat. Okay. Aber Tobi, vielen Dank für 22 Monate.
Ihr seid doch verrückt. Danke, danke schön. So, ich glaube, ihr hört mich alle immer noch, oder? Ja. Hui. Ihr seid doch fantastisch. Danke schön für eure Unterstützung. Na? Alle fit und munter hier. Was? Why did you do that? I don't know. Ah, there is another door on the other side. Yes, this is right. I don't see this other door. Ich habe Hunger, muss gleich jetzt mal essen. Einen guten Appetit. I don't see this door here. It's a little bit versteckig. Das war der Dungeon. Erst die langohrigen Kreaturen, zuletzt den Schädelritter. Merkt ihr das gut? Ich sag's nur. Merkt langohrigen. Ihr das gut? Okay. Langohrigen das und dann Schädelritter. Okay. Man kann da gar nicht rauskommen und ich gar nicht zu ihm. Hm. Aber dann guten Appetit, Perry. Haha. Lass dir schmecken. Gibt's denn was Leckeres? Erzähl mal. Vielleicht kann ich Robert noch schnell sagen, bring mir das und das. Bei mir gibt's heute Fajitas. Selber gemacht. Ist auch was Feines. 20 Rubin erhalten. Habe ich noch einen Schlüssel? Ja. Oh mein Gott! Ich liebe einfach. Oh Mann. Oh geil. Alles klar, alle zu Romero. Ja, alle eingeladen hier. Yeah. Oh, ein Ring. Du hast das okay. Kraftarmband erhalten. Dann kannst du endlich Steine und Krüge hochheben. Yes. Schreibe dir viel weiter Spaß Arbeit. Und schreib ordentlich. Sehr gut. Danke, dass du da warst oder da bist. Und da kann ich jetzt anheben. Yes. Und vielen Dank für Lurkening. Yes. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Auch wenn ihr im Lurk seid, das hier unterstützt mich natürlich immer. Ja, stell die doch nicht hier hin. Was stellt das nicht dahin? Eine dicke, fette Flasche, keine Marke, keine Werbung und so. Oh mein Gott! Ah, das kann ich. Okay. Habt ihr das neue Energy von Coca-Cola schon probiert? Nein, doch. Ich weiß gerade nicht. Ich habe das jetzt das erste Mal probiert und bin ich leider weiß, nicht. Ich habe irgendwas getrunken von Cola, aber ich weiß jetzt nicht, ob es das war oder irgendwas anderes. Das war. Bleh. Okay. Also ich habe Cola Zero, habe ich sehr gerne. Die Schweizer Variante, wir haben eine Schweizer Variante von Coca-Cola. Die ist auch recht geil, muss ich sagen. Ah, da geht's runter. Ja, da geht's definitiv. Ah, warte. Da ist definitiv. Ist da ist nur ein Raum. Die ist auch geil, aber. Ist das zuerst Langohr? Das ist doch ein Hase. Ja, man kann es auch treffen. Aber das neue Energy, leider bin ich nicht Fan. Genau. Nein, aber... Das stimmt interessant. Aber wartet mal kurz. Ich muss das... Wir haben ja kurz ein bisschen Zeit, also das, da nehmen wir jetzt die Zeit. Ich zeige euch kurz... Cola Schweiz. Ja. Go bringt eine Cola Retro Design. So. Mache ich den Bild zeigen?
Da. Happy Cola. Da, Happy Cola. Happy Cola Classic und Happy Cola Zero. Und das ist eben die Schweizer Variante, die wir jetzt da haben. Ist wirklich nicht schlecht. Das aber eben das Cola, Coca-Cola Energy. Das hier. Doch, 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 das habe ich schon mal getrunken. Das stand mal irgendwo rum und danach dachte ich mir, ich muss das einfach kosten. Mhm. Das war ekelhaft. Ja, also ich habe... Dann lieber bei ihren Sachen bleiben. Ja, es hat mich an irgendwie Coca-Cola Light irgendwie erinnert und das habe ich nicht gerne. Aber ja. So. Ist das eine Coca-Cola oder eine andere Marke? Nee, das ist, also, das ist nicht von Coca-Cola selber. Sondern es ist eine Marke bei uns, die einfach... Ich weiß gar nicht, warum, was die überhaupt Cola nennen durften. Eigentlich ist doch das ein geschützter Name. Oder nur Coca-Cola, weiß ich nicht. Coca-Cola ist geschützt. Die Coca-Cola. Oh, das habe ich alle kaputt gemacht. Cola ja, ist nicht geschützt. Habe ich aber Ina hat es auch nicht... Ihn hat es auch nicht geliked, die Coca-Cola neu. Neue Kategorie? Nein. Coca-Cola hatte ja schon einen Energy. Der hieß aber nicht unter dem Namen von Coca-Cola, aber die hatten schon einen Energy. Naja, doch, doch. Der heißt. Ah, unter der... Okay, shit, jetzt bin ich zu weit gegangen. Aber ich hab du den bist Schlüssel. Einfach zu weit gegangen, Romero. Ja. So kann das nicht weitergehen. Wie heißt es aber, der Energy, den ich meine, Ina? Das weißt du bestimmt. Shit, wo hab ich... Nee, willst du mich verarschen? Ja, zwar. Ah, da komm ich... Nein, meine ich nicht. Kann ich da runter? Ja, das ist da getrennt. Ah, das ist da. Monster! Ja, war es Monster? Nee, ich bin nicht sicher. Ich würde jetzt einfach Monster. Lügen. Aber irgendeine Marke hatte Coca-Cola nicht unter. Also einfach als Energy. Ja, ja. Irgendeinen. Ah. What? Ich glaube, das ist hier. Was hat's geheißen? Zuerst Langohr und dann... Au. Nun sind wir sehr gespannt. Wie ging nochmal der Satz? Zuerst Langohr. Dann nicht das, weil wir drei haben und dann den da. Bam. Ha! Oder? Ich würde, also hätte ich jetzt einen Controller in der Hand, würde ich dir jetzt diesen Controller in die Hand drücken und sagen, spiel du. Art. Hier liegt auch gerade keine. Danke, danke. Ja, die Auszeichnung ist bedeutet mir ganz viel. Ich habe so lange daran gearbeitet und es ist einfach so schön. Ja, ja. Okay. Nein, wirklich gut. Da muss auch erstmal drauf kommen, weil viele lesen nicht zuletzt den Schädelritter, sondern erst die Lange und dann den Schädelritter. Okay. Die Fledermaus ist einfach so da. Und von viele meine ich mich. Aus vieler Meinung. Das ist beim ersten Mal auch nicht gecheckt. Nee, ich habe einfach an den Satz gedacht, weil ich meine, es musste ja irgendwie jetzt dann kommen und dann als es drei war, hatte ich gedacht, muss fast sein. Oh. Habe ich da noch etwas vergessen? Ah, nee, da könnte ich einfach jetzt zurück. Okay, ah, doch. Ich ja, ich sehe da noch eine Truhe. Olle, warte kurz. Ja? Muss das lauter? Das leiser? Jetzt sollte es immer noch gleich laut sein, oder etwa? Stimmt das? Ja. Ich merke jetzt keinen Unterschied. Naja. Haben oder nicht, das brauchen wir nachher.
haben oder nicht. Du findest sogar... Bei dir habe ich gar nichts verstellt, Smarty. Der Regler ist immer noch am gleichen Ort da. Da hat ja Phantomschmerzen. Morgen gibt es bei uns, beziehungsweise bei meiner Mutter, Fondue Chinoise. Lecker. Kann ich da auch raufhüpfen wie in Mario? Mama. Was meinst du? Ach so, ja. Aber klar. Aber das ist wirklich Mario. Ja, na klar. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, warum die das sich gedacht haben, ey, machen wir das mal. Aber sie haben es offensichtlich getan. Vielleicht haben noch ein paar Sprites für Gegner gefehlt und die dachten sich, ach, bedienen wir uns mal eben da. Ja. Es wirkt ein bisschen so, ja. Ah, oh, beide. Tada. Ja, definitiv, Smarty, bist du in der Gegend. Dann komm mal ran. Das war ein einmaliges Angebot. Was ist mit dem Laptop? Okay. Was? Also ich frage nochmal, sind solche komische Ausbuchtungen wie hier irgendetwas? Nein. Okay. Smarty, du wurdest letztlich mega gelobt. Und nicht nur von mir. Mhm. Er wurde von gewissen Personen... Warte mal kurz. Joker! Ich bin heute dein Gastgeber. Oh, Chin. Ja, okay. Fast jokerig. Ist ja so ähnlich. Warte, komm, ich erzähl's es gleich. Ich verwirre ihn. Ich mache eine Drehung und gehe. Oh, Bam. Ja, bam. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Diese mickrige Schwätze stört meine Flasche nicht. Selbst die Wände sehen stabiler aus als dieses Spielzeug. Ha, dann nehme ich dich und bam. Tatsächlich. Hatschi, patsch, mit meiner Flasche bin ich unverwundbar. Nicht dein Ernst. Du hast es ja gesagt, dass das Spiel eher sehr leicht ist, oder? Ja. Sagen wir mal, bis zum 5. Tempel sind die Dungeons wirklich schon fast zu leicht. Aber dann zieht es schon deutlich an, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Einfach weiter kämpfen. Ja, die Bosse sind alle easy, finde ich. Gut, im Heldenmodus ist was anderes. Meinst du, er hätte gleich den Heldenmodus? Na. Nein, Gottes Willen. Nicht? Nein, nein, nein. Are you fucking kidding me? Boah, dreh noch schneller. Woo, Party! Was macht Twitch eigentlich? Hä? Nicht drei. Der braucht vielleicht mehr. So! Yeah. Geh in deine Ecke! Robert, hast du es jetzt? Warte, was hat er da geschrieben? Smarty fährt für liebe Menschen. Switch ist sehr schlechter geworden. Ja. Eben, ja, gewisse Personen haben dich gelobt, weil du immer bei gewissen Mario Kart Turnieren und so da bist und auch wirklich, egal ob jetzt eine Person da ist oder mehrere, du bist da und nimmst diese Zeit mit ihnen zu spielen. Mhm. Ach so, diese Person. Diese Person. Sehr leicht sogar, ich habe es geschafft, Romero, das ist nicht leicht. Helmut ist schwieriger.
Kanal gegangen bin und. Es sieht ein bisschen pervers aus. Wieso? Also. Einfach so. Ja. Urunga-Steppe, die Steppe wartet. Prost, Romero. Dankeschön. Wo hast du denn nur die geile Flasche her? Das sag ich nicht, weil ich dafür nicht bezahlt werde. Ach so. Oh, jetzt kann ich da durch. Oh yeah. Ja. Bam. Ja. Und bam. Rein influenced. Ach so. Oh. Oh, sehr gut. Ich glaube, ich habe 2 jetzt von denen, oder? Ja. Erst. Also, Steppe, Steppe, Steppe. Da, Kokolin, Steppe. Nein, es ist anders. Drunga, Strom. Aber ich glaube. Kann Ina, ich Wuffi wieder zurückgeben? Bist du die Vertreterin oder was? Die Flasche gekauft, genau. Romero hortet die, ja. Mm. Aber ein Soda-Stream haben wir übrigens auch, Ina. Habt ihr, war ich aber schon. Aber schon sehr lange. Oh, was für eine seltsame Energie. Schau doch das mal an. Nein, da ist bestimmt ein Boss. Cool. Was ist denn da los? Hä, was ist das? Bist du am Laptop oder was? Da geht irgendetwas nicht. Das geht schon, aber eventuell geht es ja erst, wenn du ein zweites davon gefunden hast. Okay, okay. Werde ich geblockt? Nein. Spamfilter? Nein. Spamfilter. Ich weiß nicht, starte doch nochmal neu oder so. So, der Windfisch ruft sanft in seinem Ei auf dem Berg. Beim Klang der 8 Musikinstrumente der Sirenen wird er jedoch aufwachen. Du kannst die Insel verlassen, wenn du sie vor dem Ei spielst, mein Freund. So, Tipptopp. Ja. So doof, Robert. Ja. So, Tamaranchberg. Das kann ich nicht heben. Nein. Fest zurück, Smarty. Yoshi! Naja, die bauen wirklich alles um. Boris Hütte, bring mir alle komischen Steine, die du findest. Oh! Nein, da. jetzt chill mal kurz, Romero. Bleib mal jetzt stehen. Ja? Oh. Kannst du mal hier rausgehen? Du hast gesagt, bleib stehen? Ja, geh mal hier raus. Jetzt geh doch mal dem nach, was du jetzt auch machen solltest. Im normalen Fall. Hast du ja diesen Hund befreit. Ja. Aber der Hund, der möchte doch zurück zu seiner Mama. Nein. Schau mal, doch. Der kommt mit mir mit und alles. Tipptopp. Der ist ganz traurig und die Mama ist auch ganz traurig. Nö, der alles gut. Nein, die sind traurig, glaub mir. Die sind traurig. Lass sie uns wieder vereinen und dann wirst du auch den Weg in deine nächste Dings finden. War das wieder so ein subtiler Hinweis? Könnte sein. Muss aber nicht. Aber da habe ich noch so viele Wege. Schau mal, Rasen und Steine. Warte mal, kann ich da fratzen? Da komme ich aber durch. Da gehe ich jetzt durch. Warte, sag's doch nicht, sonst geht ja da gar nicht. Hab doch Angst. Aber schau mal, vorhin war so ein Geräusch und dann kam doch das Leuchtzeug und da ist jetzt auch so ein Leuchtzeug.
Also es klingt. Oder? Will ich mit das ein? Ich hab gerade der Ohr gegen dein Mikrofon gehalten, um was zu hören. Das macht viel Sinn. Jetzt geh mal Hund abliefern. Los. Ja. Aber Hund sage. Ist so cool. Ich behalte den einfach. Das kannst du aber nicht. Oh. Shit. Ah, aber da. Der hat Wuff graben gesagt. Oh, was? Ja. Wie soll ich graben? Achso, du hast auch... Oh. Okay, ich muss jetzt erstmal checken, wo, an welchem Punkt du bist, weil ich habe mir so viele Let's Plays und Scheiße angeguckt, dass ich gar nicht weiß, was du überhaupt alles hast und wo wir sind und keine Ahnung. Ich hab genau gar nichts. Oh, Orungasteppe. Na, wo sind wir denn? Hier! Ha! Siehst du? Und ich habe Wuffi immer noch. Ha! Ja, aber Wuffi muss gleich nach Hause und das direkt jemand. Seltsam, ich soll es mal ansehen. Ist ja doll. Jetzt geht's ab. Subtil, Ero, Mero, dreh jetzt sofort um und mach das. Ja, genau. Das ist subtil, wie mit Bolle kennen, oder? Ja. Kleine Frage an die Switch-Spieler hier. Habt ihr ab und zu auch bei diesem Spiel das Gefühl, dass es nachlädt? So. Ja. Danke. Das ist ein großes Problem. Warum? Sobald. Das ist mir als erstes aufgefallen. Sobald du irgendwie in irgendein Gebiet kommst, vor allen Dingen, wo der Name dann angezeigt wird, dann laggt es ganz schön. Aber das ist ein bekanntes Problem. Ich dachte nur, entweder bekomme ich einen Schlaganfall oder irgendwie so etwas. Nee. Also. Nee, das ist schon richtig. Ja, weil es jetzt hier zum Beispiel alles gut. Von dem her. Entschuldigung. Glaub, hier war das. Was? Mir ist das sofort aufgefallen. Und mir fällt sowas normalerweise auch nicht auf. Aber das ist mir sofort aufgefallen. Doch, so Gebietswechsel meistens. Mhm. Haha, ich mach dir alles kaputt. Meh. Was? Merci, danke. Es war so süß von dir, dich um meinen kleinen Komet zu kümmern. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ich weiß. Und nicht dein Ernst. Du hast einen Kuss von Madame Mumu bekommen. Erhalten. Jetzt guck auf Link. Du Glückspilz. Oh, das ist süß. Er ist rot im Gesicht, wie der geil. Rot wird. Habe ich jetzt die ganzen Strapazen für einen Kuss auf mich genommen? Ja. Okay. Also jetzt Romero, ich kann jetzt deine Missmut nicht verstehen, ja? Wahre Heldengeschichten sind auch so, dass sie halt irgendeine Prinzessin retten und dann kriegen sie auch nur... Ein Kuss und money, andere Sachen. Money. Also. Hätte ich jetzt erwartet. Nein. So, also, Moment. Orungasteppe. Okay, dann ist das unser neuer Bereich hier. Mhm. Money oder ein paar Nudes? Was? Nudes. Du kannst ja... Boah, warum hängt es gerade? Oh Gott. Es hat gerade sehr gefreezed. Und jetzt? Ist wieder alles gut. Du kannst ja erstmal gucken, ob du dir im Laden was leisten kannst. Oder Kran spielen willst. Kran spielen willst. Ah! Hab ich. Bam! Immer. Oder gibt's sie wieder günstiger, wenn ich sie irgendwie... Nee. Nee. Nein. Die musst du kaufen. Luxusschaufel. Okay. Gibt's noch eine Nicht-Luxus-Variante? Nö. Nö.
Danke, Robby Deck. Danke für dein Follow und weiterhin Follow. Viel Spaß auf meinem Stream. Danke, Robby. Witzig. Was? Warum? Don't buy it. Guck doch mal, was da noch so liegt. Das? Fast hätte ich es nicht gesehen. Ja. Na gut, dass du keine Bomben gekauft hast. Oh, Mann, ja. Mann. Nix da, Snuffles. Oh, smart. Klaue es. Ja, wir haben das letzte Mal gehört, was passiert, wenn ich es klaue. Nö. Mach mal kurz dein was Menü hast du? Auf, bitte. Dein Inventar. Na dann, ja. Bisschen zocken? Was, wie zock ich? Ich bin am Zocken, spiele Link. Kran spielen. Also. Was für ein Kran? Vielleicht im Dorf. So Sachen. Ich meine, bestimmt das hier. Wer weiß das schon? Oh, Yoshi, ich will dich. Eine Yoshi-Puppe, die willst du doch bestimmt haben. Ja. Ach, du hast gar kein Geld mehr. Wie viel hast du denn jetzt gerade? 2, glaube ich. Ja, dann brauchst du ein bisschen was. Ah, ne. Ah ja, naja. Gras mal einmal nochmal ab und ja, das sagst du, Martin. Der muss die Puppe ja auch erstmal rauskriegen. Ja, ich bin Meister in dem. Ist nicht mehr so leicht wie im ersten Teil. Im originalen Teil. Okay. Aber da du es ja nie... Warte, du hast das Original nie gespielt, ne? Nee, ich hab das Original... Dann hast du auch gar kein Problem. ...irgendwie am Anfang einfach reingeschaut, vor Jahren mal, aber... Das war's dann auch schon. Ganze Geld ausgegeben für eine Schaufel. Aber jetzt siehst du, jetzt brauche ich Wuffi wieder. Ein Komet. Wieso? Kann ich den wieder abholen? Warum brauchst du den denn? Ja, weil er angezeigt hat, wo ich graben soll. Ich merke mir doch das Zeug nicht. Naja, vielleicht kriegt man es ja selber aus. Ich grab mal. So Leute, ich hoffe, ihr habt Zeit. Okay, hau. Was muss ich da machen? Wunderkran, 1 Spiel, 10 Rubine. Bam. Mit den Knöpfen bewegst du den Kran, der Rest ist Timing. Cool. Bam! Not bad. Ha. Blup. Oh nein, das ist bestimmt einer der runter. Nein! Zehn Rubine reichen doch. Fuck. So. Will Yoshi. Yoshi, ich befreie dich. Keine Angst. Ja. Du kannst noch versuchen, entweder dir den 50er zu holen oder das Herzteil. Ha! Oh! Bleib! Nö! Ja! Oh mein Gott! Also überlebt mein Herz nicht. Ah ja, kann nicht. Tut mir leid. Dankeschön! Yoshi. Du liebst Yoshi. Weiß nicht, was möchtest du sagen? Achso, ist schon egal. Eigentlich wollte ich sagen, dass es furchtbar süß ist, wenn man mal drauf achtet oder drauf achten kann, wenn man das Spiel spielt, sieht man ja unten die beiden Knöpfe, wo Link dran steht. Wenn man mal drauf achtet, dann
drückt er die Knöpfe mit seiner Hand. Und das finde ich so süß, weil die kleine Hand auf diesen großen Knopf, die ist ja so büb. Und dann drückt er die anderen. Das finde ich so süß. Ich muss mich mal achten. Kleine Kleinigkeiten. Okay. Hast du jetzt aufgepasst, was der Junge gesagt hat? Ja, irgendetwas von seiner Mama will so etwas haben. Aber, wer ist seine Mama? Es gab hier eine Familie, die hat ganz schön viele Göhren. Ah, ja. irgendwo, ja. Ja. Wir gehen gleich dahin. Ja. Zuerst will ich nochmal spielen. Oh, es ist weg. Geh aber erst auf die Muschel, wenn ich dir den Tipp geben darf. Muschel? Die ist wichtiger. Die ist wichtiger. Als die Puppe. Als die Puppe mit Schleifen. Mhm. Die ist jetzt noch nicht so wichtig. Bleib. Ja. Nein! Come on! Kannst du mich ja verarschen. Komm, schieb sie. Ja! Ja? Hoch. Aber nö, oder? Oh, das kann nicht wahr sein. Aber nicht ernst jetzt. Was passiert jetzt? Oh, das ist sehr fies. Mann. Kannst du ein bisschen pusten? So nah und doch so fern. Ja, ich würde jetzt da irgendwie noch ein bisschen die Knöpfe drücken. Ja, okay. Also die Muschel ist wichtig. Muss ich sie holen gehen? Ich würde sagen, ja, hol sie mal. Okay. Aber ändert das jedes Mal, wenn ich wieder rausgehe und so? Die Muschel müsste jetzt da sein, theoretisch. Wenn du jetzt die Muschel rausgeholt hättest, wäre was anderes wieder da. Mann, gib blaue. Na jetzt fang doch nicht überall noch an, Gras abzupflücken. Du hast ja schon genug. Ja, du kennst mich und dann gehe ich wieder raus. Gibt es da irgendwie mit der Zeit eine geilere Variante? Irgendwie ein großes Langschwert oder so? Rasenmäher-Update meinst du? Nein. Du ja, Rasenmäher. Rasenmäher-Simulator. Eigentlich müsst ihr es irgendwann mal als Item einführen. Ja. Einfach so ein Rasenmäher. Wenn sie jetzt schon ein Motorrad bei Breath of the Wild eingebaut haben, können sie auch ein Rasenmäher einbauen. Yep. Am besten so ein Fahrbahn-Rasenmäher. Wo Link dann drauf ist. Oh, geil. Okay, jetzt schaffst du es aber. Oh. Oh, Mann! Das gibt's immer die Sache. Yay. Kann nicht wahr sein. So, und jetzt rüber. Schön ruhig, schön sachte, Mann! Das gibt's nicht! Hol dir den 20er mal. Oder versuch's zumindest. Aber warte. Oh, das ist grad doof. Das liegt beides so scheiße nebeneinander. Okay. Probiert das. Vielleicht krieg ich den anderen auch. Ja, geil. Das war so klar! Nein! Oh nein! Nein! Oh, come on! Auf okay, dem weißt du Rubin stecken It's not dein Ernst. Ja, Perry, definitiv. Ich
würde jetzt sagen, vergiss erstmal die Muschel, aber das kannst du nicht, oder? Nein, du kennst mich. Nee. Okay. Sie kennt mich. Ja. Mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Ja. Mhm. Nächstes Jahr sind schon 4 Jahre, oder sind schon 4 Jahre? Keine Ahnung. Gib mal ein in den Chat. Mal. Oh, du. Ja, schon 4,5 Jahre. Das sind schon fast 5 Jahre. Boah. Das ist lang. Krass, krass. Das war ja auch schon 2 Jahre. Boah. Das ist nach jetzt eine Woche. Oh, du bist schon so lange hier. Es kommt mir vor, als wärst du schon viel länger da. Ja, ja, definitiv. Ah, Snafflos. Ich darf einfach nicht sagen, Leute, wenn euch der Stream gefällt, dann oben rechts einmal auf Folgen klicken. Das darf ich einfach nicht machen. Weil sonst. Du musst sagen, wenn ihr das noch nicht getan habt, genau, dann drückt doch mal darauf. Dann versteht Snafflos das auch. So, 40. 4 Mal, komm. Es muss doch langsam gehen. Wow. So. Jetzt aber. Perika, ich erst seit 3 Monaten oder so, da aber auch schon. Und hab da auch schon 300. Nee, wirklich. Fuck! Oh Gott, Romero! Konzentrier dich! Mach du, mach du, mach du, mach du, mach du! Yeah, wenigstens etwas, wenigstens etwas, wenigstens naja, etwas, wenigstens etwas, wenigstens etwas, etwas. Yes. Aber hey. Wenigstens nicht vergeudet. So, hey, jetzt habe ich. Ich glaube, Smarty hat jetzt so ein Rechner-System. Der hat irgendwie 5 oder 6 Rechner in seinem Zimmer und auf jedem läuft ein anderer Stream und ja. Na, das kann nicht wahr sein. Jetzt aber. Wenn du sie jetzt so greifst, kann sie nicht rausfallen. Ne? Knops. Ja. Das hast du aber. Kennst du? Wetten, er fällt raus. Wetten, er fällt raus. Ach, das kann doch nicht sein. Wieso? Ich hab nicht so lange gebraucht für die Scheiße. Aha. Okay, dann Smarty, einen Superrechner und 10 Monitore und auf jedem Monitor. So, jetzt aber. Ruhig, 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 chill. Bam und runter. Dankeschön. Immer höre ich vom Nebenzimmer schon eine. Ja. Sorry, Spoiler-Alarm. Ich werde jetzt immer sagen, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Okay. Jetzt haben wir 3. Nur kurz reinschauen. Okay. Muss ich das, den Komet mit Schleife nicht holen? Jetzt, nee, das ist, nebensächlich. Okay. Man wird sogar langsamer hier drin. Jetzt kannst du ja mal... Geh rein! Bringt dir noch nichts. Aha. Traum. Theoretisch ja, aber es bringt dir noch nichts. Nee, bringt dir gar nichts. Okay, aber es ist chillig. Ist okay. Es ist chillig, schön gemütlich hier. Kannst du mal gucken, wie weit du kommst. Fuck. Weit. Wie
Music is so cute. Jetzt habe ich es gesehen, das ist eine Ocarina. Aha. Das ist ja ein Ding. Mhm. Super. Aber ich krieg bestimmt irgendwie zur Truhe oder so, kann ich sicher. Versuch's. Oh Mann, oh. Hab ich gar nicht. Von uns gemacht. Habt ihr gelächelt? Na, komm nicht mehr rüber. Es bringt dir eh nichts. Du kommst zwar in die Truhe, aber das andere ist wichtiger und da kommst du noch nicht ran. Okay. Nein, nein. Ich habe das nur meiner Nichte geschickt. Viel Spaß, bin aber aus meiner. Ja, klar. Perry, schönen Abend und danke, warst du da. Ein schönes Wochenende. Ah, das war doch das irgendwie, oder? Schenkst du... Eine männliche Frau. Entschuldigung. Oh, schenkst du meinem Kind die Yoshi-Puppe? Bitte. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment. Ich gebe dir das für die Puppe. Schleife. Es sieht aus wie die Schleife von dem Komet. Das ja? Oder? Ich mache einfach alles kaputt und die. Oh, easy. Hast du mit dir. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Bin Papa und glaube, dass ich mich später ins Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Ja, klar doch. Das machen wir. So. Okay, jetzt sag mir mal kurz, bis wann spielen wir heute? Nur damit ich mal einschätzen kann, was wir jetzt machen. 19:30 Uhr. Okay, dann gehen wir jetzt weiter in der Story. Also du kannst die Schleife kurz abgeben gehen. Und dann gehst du. War das meine Idee richtig? Geh mal die Schleife abgeben. Okay. Wenn doch nur jemand käme, der ein Schleifchen besitzt, den würde ich gleich in die Hundehütte nebenan weiterschicken. Mein kleines Schnüppchen sehnt sich nach einem neuen modischen Accessoire. Okay. Das ist auch so eine subtile Frau. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen, ich liebe dieses Zeug. Oh, diese Schleife, ich brauche sie sofort. Ich gebe dir dafür eine Dose Hundefutter. Moment. Ja? War nicht unten beim Strand einer, der Hundefutter wollte und Irgendetwas habe ich noch im Kopf. Was mache ich ja jetzt? Mal gucken gehen. Ich gucke. Geh doch mal deiner Intuition nach. Wie Boris überall steht. Das habe ich bei niemandem schon so gesehen. Creepy. Dass der Typ einfach überall steht und auf mich wartet. Habe ich jetzt eigentlich gerade gehangen für euch, Leute? Also, oder Romero, für dich? War ich gerade Roboter oder so? Also jetzt gerade war bei mir. Okay. Also, aber wenn euch bisher nicht aufgefallen ist, okay, dann liegt's nur an mir. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Sagst du immer. Ja. Hm.
Da, der. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist genau diese Dose. Fällt in meine Sammlung. Gib mir das Hundefutter. Bitte, bitte, bitte. Oh, danke. Okay. Gib das sofort her. Gibt's mir auch etwas dafür? Schwarz, schwarz, schwarz. Das war gut. Es war kein fairer Tausch. Das war aber erst ein Kotzen. Also das war jetzt kein Röpsen, sondern eher Kotzen. Nein, nein. Aber das ist ein paar Bananen. Ups, ja, ich wusste, dass es Bananen gibt. Das weiß ich wiederum nicht. Okay, jetzt kannst du erstmal in der Story wir heute machen. Also, wie war das Orangastäpfel? Die haben wir schon mal irgendwo gesehen, ne? Wir haben die gefunden und die gehen wir jetzt mal erkunden. Zeigen ihr eine schnellere Fortbewegungsmöglichkeit? Nö. Ja. Noch nicht. Er ist Dampe. Dampe ist Boris im Englischen. Also so heißt er im Englischen. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Dampy? Dampy wahrscheinlich. Dampy. Ah, da. Das ist ja hier. Aber vertraut. Ja, also bitte sehr. Kennt ihr hier noch Vampi? Sagt mir jetzt nichts. Ah, ich habe ja den Schlüssel, Schleimschlüssel. Das ist voller Schleim. Wer ist Vampi? Zwei. Oh, warte. War das dieser, jetzt mal. Shit, doch noch reingefallen. War das das Spiel von RTL 2, wo man dann anrufen musste und links, rechts sagen musste? Oh, wer bist du? Nee, das war Hugo. Aber das Hugo. Warte. Ja, sei gegrüßt. Vermutlich sieht er mich nicht an, aber einst lebte ich. Sieht er es mir nicht an, aber einst lebte ich in einem Schloss. Doch dann wurde die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste in meinen Villa fliehen. Doch er ist auf der Suche nach etwas. Kann ich ihm vielleicht helfen? Aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Großartig, genau gesagt handelt es sich um 5 goldene Blätter. Ich will sie alle. Vergesse er nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Okay. Kann ich schlafen gehen? Aber ja, Vampi, jetzt wo ich ihn gesehen habe, sagte mir noch was. So ein weißes Handpuppen-Hündchen. Das ist ein Hund. Richards Richards Villa. Richards. Schloss Canalet. 10 Minuten nach vorne und nach oben. Okay. 10 Minuten? Ja. Wir sind jetzt 10 Minuten am Laufen, okay. Orungasteppe. Ah, das ist jetzt die Orungasteppe. Okay. Chat, ich brauch mal kurz eure Hilfe. Möchtet ihr, dass ich, wenn ich weiß, dass er bei einer Muschel ist, ihm das sage, dass er buddeln soll, oder soll er das später selbst herausfinden? Da, bestimmt. Also, gut, das war jetzt ein bisschen offensichtlich, weil meine Frage natürlich kam. Aber für die Zukunft. Das ist ja nicht immer so offensichtlich. Sind die wichtig? Ja, die willst du haben. Hm. Vertrau mir. Die Komm, wollen wir sammeln. Vertraue mir. Na, was meint die Chat? Ja, sehr gut abgegeben. So kann man sich auch aus der Verantwortung ziehen. Okay, Romero, wie hättest du denn das denn gern? Also ich sag dir nur, das ist, wenn wir genug gesammelt haben, was aber erst in ein paar Muscheln ist, so,
dann sind sie leichter zu finden. Okay. Bis dahin sind sie aber nicht so leicht zu finden. Soll ich dir bis dahin die sagen oder soll ich dir so, Romero, hier in der Nähe gibt's eine Muschel? Mach oder so. Brr, brr. Brr, brr. Okay. Alles klar. Olivia, hast du noch nicht alle 5 goldene Blätter? Dann leg doch mal eine Bombe an, verdächtig aus schönen Stellen. Ich hoffe, das hilft. Klick, klick. Tut. Okay. Oh nee, geil. Dann hier. Okay, das war wow. Ja? Gut. Ja. Du hast vibriert. Wow. Mhm. Wow. Oh ja, ich habe vibriert. Ein paar Orte finden Romeros Schwachstelle. Ja, hör auf. Also in dem, was war das schon wieder, das Spiel? Minishcap? Oh nein. Hier ist es ja einfach. Ich bin verzweifelt. Hier ist eigentlich alles, was du irgendwie bomben kannst, angepackt. Lass die Typen in Ruhe, die machen dich eh nur fertig. Die nerven selbst mich. Manche riesige Mauern sind drumher aber auch nicht. Spinnen! Mit einem Auge. Das sind keine Spinnen, die haben nur 4 Beine. Ach so. Spinne! Denn dieses Spiel ist so akkurat. Waren die Gegnertypen auch die gleichen und so? Ja, ja, schon. Oh, ich höre schon wieder etwas. Hier, Muschel. Rup, rup. Ist nicht hier vorm Eingang. Und du hast gesagt, brr, brr. Ja, ist ja in der Nähe. Das heißt ja nicht, dass du sofort da bist. Na, hier. Ah, nee, das ist das andere. Mhm. Muschelbazar. Muschelbazar, dann kann ich Muschel kaufen. Hier, brr, brr. Das? Ja. Muscheln kaufen. Muschelbazar. Was der sich denkt. Ich auch nicht, mach dir nichts draus, Romero. Ich bin der Muschelgeist. Ich warte hier auf jemanden, der die Düsternis besiegt. Es ist aber hell, aber okay. Finde alle versteckten Zaubermuschel und betritt danach die Plattform, um das perfekte Schwert zu halten. Na, du sollst wohl mit vielen Zaubermuscheln im Gepäck wiederkommen und dich auf die Plattform stellen. Okay. Die erste Belohnung haben wir schon. Bam. Ja. Okay, das heißt, 15 werden bis oben. Oder? Muscheln. Bis oben? Nein. 15? Du hast gesagt, ja, vorhin hast du gesagt, 15. Hier ist ein 15. Ja, aber das ist nicht bis oben. Ah, nicht? Nein, nein, bis oben sind es 50. Ja. Theoretisch brauchen wir aber nur 40, glaube ich. Ob ich mich jetzt nicht täusche. Aber gut, mach erstmal weiter. Wir wollen theoretisch aber 15 jetzt haben. Okay. Damit die Muschelsuche einfacher wird. Ah, dann kriegen wir irgendwie ein... was auch immer über. Siehst du, hätte ich Komet behalten. Schloss Kanalet. Hier sollten wir doch hin. Ja. Komm ich nicht drin. Ein After. Bananen, Bananen. Oh, Kiki will sie haben. Gib sie. Es wäre ein Witz, oder? Jetzt habe ich die gerade geholt und kann schon wieder abgeben. Bananen, Bananen, oh, Kiki freut sich, Affen, Affen, kommt bald, danke euch. Aber hier ist es ja nicht schrecklich. Hier finde ich das Muscheln suchen gut.
Die hat's ja einen Sinn. Nee, ich habe wieder eine Brücke gebaut. Yay! Geil. Geschäft erledigt, wenn man weg mit Affenzahn. Kiki. Du hast einen Stock gefunden, den die Affen zurückgelassen hat. Jetzt gehört er dir. Ja, super. Bananen versus Stock. Mhm. Geiler Tausch. Guter Tausch. Ja. Nee, Wasser kann ich ja noch nicht. Ja, okay, Brücke, ja. Tut. Ah, ist immer noch das Gleiche. Ist es so, dass das wirklich einem sehr mega brutal hilft? Was? Das Telefonzeug, da ist das wie die bei Skyward Sword, diese Steine. Kann man das ganze Spiel mit diesen Telefonen schaffen? Theoretisch schon, ja. Aber eigentlich, also ich finde, hier im Neuen braucht man die fast gar nicht, weil man eigentlich schon sehr an die Hand genommen wird. Oh, schau mal. Wir sind im Schloss. Hey, Nico. Hi. Oh! Der hat ein goldenes Blatt, geil! Wow! Ah, cool. Okay, dann kann ich jetzt schon beginnen mit der Suche an diesen Blättern. Muss ich die Fackeln anzünden? Nein. Oh, schau mal. Kann ich jetzt das hier da öffnen? Nope. Die sind eine persönliche Assistent. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann sich nicht jeder leisten. Wow. Du auf alles kommst, wo ich so gar nicht irgendwie drauf gekommen bin. Der wartete dort oben. Ja, aber komm erstmal drauf, dass man den da einen Stein hinschmeißen muss. Aber oh, gut. Wer bin ich, dass ich an dir zweifle? Nein. Romero, nein. Hör auf. Du kannst heute nichts mehr zu essen. Ja, genau. Der hat schon extra was vorgeguckt, damit er nicht immer so hilflos dasteht. Ja. Deshalb muss mich Bolle nur alle 10 Minuten erinnern, was ich falsch mache. Statt alle 5 Minuten. Ha! Wow. Ida, du hast auch Let's Play geguckt, oder? Nummer 3. Ja. Wart. Wo ist der andere hin? Da. Woher wusstest du das? Wie, warum? Nein, weil ich den... Ich konnte den nicht töten, also entweder mit einem Stein, aber hinterhin hat es keinen Stein. Ja, okay, die Hexe hat ja auch gesagt, man kann Gegner mit ihrem Staub bespielen. Guck mal, was sie sieht. Also wir haben ja den, wie heißt es, der Glitzer, nicht Glitzer. Warte mal kurz. Ja. Ich will das andere dahin, so.
Das ist Strom. Ja. Weißt du welchen? Mhm. Den haben wir besprüht und deshalb weiß ich's. Ja. Echt? Was? Ja, das wisst. Dem In-Game, okay. Das ist übrigens auch einfacher jetzt. Das hat man im Original nicht so einfach gesehen, dass man das sprengen kann. Oh. Hey, Nummer 4. Hä, warum nicht beide? Okay. Hä? Den nicht? Nein, wette, der ist Nummer 5. Nein, der ist doch irrelevant. Ah, warte nur, unser zeige aller dir. Lieblingsgegner. Aller Lieblingsgegner, warum? Kenne ich den gar nicht. Also, der kommt auch öfter mal in Zelda-Spielen vor und ich hasse ihn. Die gab's auch bei Minish Cap. Minish Cap? Die mit dem ja? Die mit dem Morgenstern, die Typen. Ich hasse die. Die sind immer schrecklich. Ach so, dein Schild. Bam, bam, bam. Ja, okay, der war cool. Der war cool, da stimme ich dir zu. Da hat man ja auch endlich mal selber die Waffe gehabt und nicht die Waffe, also gut, die wurde einmal auf einen gerichtet, aber dann hat man sie selber gehabt. Dann konnte man immer endlich alle mal fünf. Alles zerstören. Das ist natürlich gerade wegen des Schlüssels aufsuchen. Okay. Ha! Ha! Das läuft ja hier. Das läuft ja wie am Schnürchen. Kaputt schlagen. Au. Nee. Nehme ich mit? Nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah! Sorry, ich wollte das nicht. War ein Reflex. Warte, wo war ich dort schon wieder? Mega aufgedeckt. Da war ich dort, glaube ich. Okay. Kann man sich ein Navi kaufen oder so? Wenn er das anwählen kann, dann bitte rechts abbiegen, bitte links abbiegen. Das wäre ja noch schöner. Ja, also bitte, Motorradfahren in Zelda kann man ja auch, also. Da kannst du ja auch theoretisch ein Navi setzen. Da ist ja eine Minimap und kannst dir einen Punkt setzen und den siehst du dann und dann kannst du da hinfahren. Stimmt. Ah, sehr gut, er hat alle Blätter finden können. Schiebe er diese Statue hinter mir zur Seite und erfinde, was er gesucht hat. Hm? Fun Fact, der Typ, der Richard, ist auch aus einem anderen Spiel. Ah ja? Aber ich kann jetzt nicht den Namen des Spiels sagen, ich weiß nur, dass es nie bei uns erschienen ist. Okay. Ja. Muschel, warum hast du nicht vibriert? Achso, ich hab's vergessen, irgendwie das hier drin ist. Oder ich hab vergessen zu vibrieren. Wie viel haben wir jetzt? Ich hab jetzt nicht mehr mitgezählt. Aber müssen jetzt 11 oder 12, ne? 7. 7? Achso, war das erste 11 oder 12? 7. Okay, dann war das erste für 5. Ist ja gut.
Hey, hallo, Flex. Schönen guten Abend. Ah, ah, was ist das? Ah, Eva. Oh. Nach Muschelgraben? Ah. Auch, ja. Unter anderem. Oh. Ah. Ah. Hm. Oh, oh. Schön aufpassen. Oh, oh, ja. Das ist gerade. Das stimmt, das habe ich auch nicht gekriegt. Nein? Also geht das jetzt? Es musste sein, also. Das ist fast das, worauf ich noch gewartet habe, dass man das auch so online mit Freunden spielen kann. Ja. Es ist möglich, darüber zu kommen, aber du musst richtig springen. Ja, genau. Jetzt sind noch da viele Level trotzdem unspielbar. Warum denn? War das so korrekt oder war das Mr. Alternative? Da es sehr, sehr, sehr viele so machen, würde ich sagen, es war jetzt schon in Ordnung so. Hm? Wo willst du hin? Was hat die Eule gesagt? Mutter Erde, Geheimnis hat am Fuße meiner selbst. Was schließt du jetzt daraus? Was würdest du jetzt tun? Ja. Wie interpretierst du denn jetzt diesen Satz? Also Mutter Erde. generell einfach Erde. Geheimnisse hat am Fuße meiner selbst. Ah, lies es mal so. Mutter Erde, Geheimnisse. Ah, ja. Ah. Schleimschlüssel, Level Lava aufsteigen, so muss ich dann starten, ewig lang, aber es Lava wieder ganz unten ist. Ah, okay. Aber es macht trotzdem Spaß, Flex. Wetten, ich komme jetzt nicht da rüber, sondern muss drumherum laufen. Wetten. Kann man die einmal kaputt machen? Yep. Nur normal. Aber wenn spielst, du jetzt gut bist, können wir den Tempel noch schaffen. Okay, ich gebe alles. Ja. Also kann man jetzt mit seinen Freunden online zusammen spielen? Ja. Muss man nur noch Freunde suchen. Nintendo macht heute auch noch viel Werbung, aber auf Super RTL und so. Und das guckt ja keiner mehr von uns. Denke ich jetzt mal. Ich krieg das immer nur mit, meistens, wenn ich dann halt bei meiner Schwester bin und mein Neffe irgendwas guckt. Teufelsvilla. Oh. Ja. Now it's getting serious. Kriege ich eigentlich Gesichtsmuskeln von dieser Flasche? Weil ich immer drauf beißen muss? Ja. Hm. Ja, ich bin schon sehr muskulös, wie man sieht. Ha, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Ja, habe ich natürlich, ja. Ja, ich habe nicht in den Chat geguckt. Nein. Ey, doch, ihr werdet das auch sehen. Nur von Romero. Nein. Fräulein, nennst du mich? Jetzt geht's aber los. Ich bin kein Fräulein mehr. Ja, der Zug ist abgefahren. Ja. Was? Fuck!
Schau. Das ist wohl ein ganz schön starker Wind. Ja, aber ich schaff's. Okay, vielleicht aha, kann ich zum Schluss. Ja, mehr Flex. Ich nehme den Code. Man kriegt mega schnell eine Truhe. Ja. Oh nein! Eine Fake-Truhe. Ich kann nicht das an. Sein. Ja. Eine Fake-Truhe. Ich hab doch das nicht verdient. Musst du pünktlich 19.30 Uhr aufhören? Nein, ich bin pünktlich. Ich weiß nicht, pünktlich dann auch nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie lange du hier brauchst. Okay. 10 Sekunden. Wow. Ja. Sag mir etwas. Geh, wie du denkst. Sagt mir das. Sicher? So Flex. Wow. Also von denen, okay, warte mal. So. Bam. Oh. Gut. Was wäre passiert? Ich glaube, der wäre einfach nochmal gekommen. Ach so. Da passiert nichts. Wow! Der wäre im Kreis gefahren. Ah, okay. Nee, ich glaube, der wäre runtergefallen, aber der kommt dann nochmal wieder. Ich bin gespannt, wie du das löst hier. Kann man das zurückschleudern? Nee. Verschleuder mal dein Pulver nicht. Denk mal kurz nach. Du hast eine Fernwaffe. Ah ja? Mhm. Die? Ah ja. Mhm. Kann man werfen. Boah, Schwein. Hast du mich gerade Schwein genannt? Nein, ich hatte Schwein. Ah. Ja. Ja, aber ich finde das gut. Was ist denn das da fällt jetzt runter. Nee, ich probiere es nicht aus. Nee. Dann heißt es ja gut. Easy. Naja, die kann man mit B ganz schnell wegdrücken. Also mich stört der jetzt nicht. Ah, ich hab den Schnabel noch nicht. Das ist ein harter Gift gemacht. Toll. Bin ja gespannt. Ah, das hat jetzt nichts gebracht. Ja, Bolle ist schon in HD, ja. Mhm. Gamebob ist offen genug getroffen worden. Okay.
Das ist noch nicht hochgeladen, okay. Ja. Ich glaube, da hast du auch nach einer Weile einfach aufgehört. Der läuft hier straight durch. Ja, ja. Easy. Wow! Ja gut, das ist wie gesagt an die Sache. Also mich stört's gar nicht. Ich würde dir jetzt gerne viel Weg ersparen. Was lachst du? Achso, ist das schon... Hat das schon gepostet? Oh, okay. Ich seh's nicht! Discord, achso, ich... The Memes. Mein Handy und so. Ja. Geil. Oh Mann. Seid ihr doof. Warte mal kurz. Ich wollte gerade sagen, ich will dir eine Menge Weg ersparen. Ja. Deswegen geh mal nochmal dahin, wo du gerade warst. Du kennst ja, also es ist ja allgemein bekannt, dass man auch gegen Wände schlagen kann und wenn die sich anders anhören, dass man da eventuell dann weitergehen kann. Nicht eins, Todd. Ja, normalerweise, also ich habe es zumindest gesehen durch einen anderen Weg. Ich will jetzt einfach eine Menge Weg ersparen. Also jetzt nicht immer so viel. Okay, das ist lieb, dankeschön. Bitte. Aber ich habe dich doch gefragt, ob es ersichtlich ist überall. Das ist nicht ersichtlich. Ja, du siehst es ja, aber durch was anderes. Guck, wenn du hier von der Seite guckst, siehst du ja die Risse in der Wand. Und du könntest theoretisch dort oben langlaufen und dann sieht man das, dass da noch ein Raum ist. Ah, okay, danke schön. Bitte schön. Direkt Pfaff. Es freut mich, dass geil. Ich euch eine Freude bereiten kann. Olle. Ja. Darf ich? Kurz auf Toilette. Aber. Ganz schnell. Aber Pipi im ne und so im Schnelldurchlauf. Ja. Ja klar. Ich wasche auch die Zähne nicht. Okay, sehr gut. Moment, das noch hier. Willst du mit den Leuten weiterreden? Ich rede mit den Leuten, ja. Wenn die Leute auch mit mir reden wollen, dann können wir. Ja, ja, mit den die sind tipptopp. Ja. Sie sind gewaschen hinter den Ohren, von dem her alles tipptopp. Bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Wenn wir müssen, okay. Ina redet mit Bolle. Schön. Ja, und was habt ihr so am Wochenende vor? Jetzt habe ich was gesagt. Und ihr müsst jetzt antworten. Packen. Ah, ja, wann geht's denn los? Ist ja jetzt bald, ne? Schön. Ach, freue mich für euch. Projektarbeit. Hm. Aber 26 ist nicht mehr so lange. Schön. Müsst ihr dann noch irgendwas machen? Also malern oder so? Oder Boden verlegen? Keine Ahnung. Oder ist alles schon fertig so einzugsbereit? Ja, Smart-Ideen hat der morgen. Hm. Ah ja, ein bisschen streichen. Ja, das ist doch schön. Ah ja, so eine Doppelhaushälfte ist schon was Tolles. Ach, Snuffit. Ja, Smarty. Und? Eigentlich will er sich ja frei nehmen, aber wir kennen ja Romero. Hallo. Hi.
Es wird sich gerade beschwert, dass du morgen den Ehrentag hast und Fortnite spielen willst. Was für ein Ehrentag? Ich weiß von nichts. Der erste Witz ist schon okay. Du hast nichts Wichtiges verpasst. Ah nein. Erzählt mal, was macht ihr heute noch so? Der Mann ist ein bisschen schneller mit diesen Muscheln-Ding. Ja, aber nur mit dem Dreieck-Ding. Ah. Arbeiten, so eine Uhrzeit. Essen, zocken, schlafen, arbeiten. Ja, arbeiten kannst du auch Montag wieder. Siehste, hier hättest du jetzt den anderen Weg gesehen. Doof, trotzdem. Und für was komme ich hier hin? Das ist einfach nur, damit du das siehst. Sonst kommst du, wirklich nicht drauf. Außer du hast die Karte und siehst dann, oh, da ist noch ein Raum. Okay. Coole Arbeit, okay, okay. Dann ist es ja nur 50% Kacke. Du gehst unter die Autoren mehr. Okay, okay. Okay. Dann sind wir gespannt. Das Leben als Einhorn unter ernährenden Talern oder so. Oh. Hilfe! Weißt du was? Ist das? Ha! Was? Also dein Ansatz ist gut. Es ist einfacher, wenn du es einfach vor dem Mund hinlegst. Ach so. Das Werfen ist... Ha! Gut. Ja. Ist! Warum macht der Mund nicht auf? Der will halt manchmal nicht. So. Warum ist da oben eigentlich... Ich will das wegmachen. Ah. Oh. Mein doofes kleines Fenster. Nee, geht gar nicht weg. Sonst sehe ich nämlich nicht, wie viele Bomben du noch hast. Und das ist sehr interessant zu wissen. Okay, das war knapp. Number one, two. Ist das ein Mini-Boss? Ja. Das war knapp. Okay, das war gut. Das war knapp, das war gut, ja. Ich biete alles. Knapp und gut. Okay. Nice. Ich glaube, so langsam kann Romero das. Yep. Stardew Caro. Oder Caro, hallo. Hi. Eine Truhe, da müssen wir mal reingucken, was da drin ist. Wir schauen gleich nach, so ist das. Neue Schuhe, yeah, yeah, yeah. Du hast die Pickaxe-Stiefel, also halt L gedrückt, um zu spinnen. Beim Spinnen schwingst du auch weiter. Woo, bang. And it's so sweet, wie der anfängt zu laufen. Nein. Hört doch mal das. Ja, ja. Kann ich da durch? Jetzt bin ich nicht mehr aufzuhalten. Yeah. Niemals. Nein. Nein, sag mir nichts. Laden. Auf ein Schwein hätte ich jetzt auch nicht geachtet. Warte mal, der Pfeil muss doch... Aber warum ist der? Aber wenn der da zeigt, der Pfeil. Hä? Vielleicht ist wieder so ein... Sag nicht, es ist wieder so eins. What the fuck?
Vater. Nein, Bolle. Es ja. Zweimal in einem. Zweimal. Ich habe dich noch extra gefragt. Nein. Extra. Und das schon wieder etwas. Ich lasse mich überhaupt nicht auf Diskussion ein, denn schau, einmal habe ich so gesagt, hat es auszusehen. Und das andere, das sagte die so. Olle Kuda, die Olle Eule. Die sagt dir, du musst doch mal was hinlegen und so. Ja. Aha. Also das sehe ich jetzt nicht ein. Ja, bla bla bla, Smarty. Danke, Smarty, danke. Oh. Den großen Schlüssel. Okay, guck mal kurz auf die Karte, ob wir was vergessen haben. Ja, haben wir. Ganz sicher haben wir was vergessen. Also, da. Ja. Ah. Ja, da haben wir noch viele Truhen vergessen. Da. Und da komme ich schneller hin. Wind Waker, ja, habe ich gespielt. Warum meinst du? Nein! Ja, rennt und nicht vorwärts kommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Romero ist ein süßer Kerl. 1, 2, 3. Sag das nicht zu laut, Snuffles. Ah! Shit. Doch so. Jetzt setze ich mir wieder diesen Ohr. Aber ich habe die Karte noch nicht, oder? Nee. Ja. Das ist ein Geheimnis, Snuffles. Psst. Und mal später nach. Ach man. So ein dummes Lied. Nein, der Schalter. Nur die roten kleben an einem, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ob die grünen sich auch festsaugen, aber die kamen noch nie dazu. Okay. So, gib mir etwas Tolles! Oh. Yay! Die Karte. Ich habe alles aufgedeckt. Wow! Da, gib Herz. Da ist bestimmt auch eine Wand. Okay. Oder eine Truhe. Aber die habe ich vorhin auch schon besiegt. 300 Juwelen! Wow! Ja. Die habe ich aber das vorhin richtig, auch schon besiegt, das, diese zwei. Ja, das stimmt auch. Aber auf der anderen Seite, wo du noch nicht hinkamst, war ein Schleim. Und der musste auch besiegt werden. All makes sense. Sense makes all. All the way. Oder so. Hey, den brauchst du jetzt auch nicht mehr. Der ist jetzt so. Ja, am Schluss die Karte und am Schluss den Schnabel. Yes, baby. Kurz schauen. Ja. Okay, das schaffen wir. Bist du sicher? Ja. Du bist jetzt Turbo. Wo muss ich hin? Da. Ah, jetzt kann ich den. Oh, jetzt habe ich beide. Ja, du hast nur einen. Was? Ich habe nur einen? Nein. Der eine hebt beide? Den anderen auf. Oh, so wie so eine Dumme. So. Wie viele habe ich? 3. 2. 1. Ah, und jetzt hätte ich den anderen wiederholen gehen müssen, wo da... Nicht dein Ernst. Ha, wie der schaut! Ja, jetzt einfach, dass du mich wieder rausgekriegt hast. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, es war ja klar. Ich habe diese neue Fähigkeit. Ja, okay.
Oh! Bada bada bam! Bada bam! Tobi! Bist du schon fertig mit Schreiben? Oh, da ist noch etwas versteckt. Ja, ich weiß auch nicht, warum genau der hier ist, aber er ist hier und ist eigentlich völlig unnötig. Wir brauchen den nirgendwo mehr. What the fuck? Sehr gut, Tobi. Okay. Haben wir, falls ihr noch einen Schlüssel nicht habt, also wir haben da per Zufall einen, also wenn ihr einen braucht. Ich bin da, aber du kannst mich nicht sehen. Hihihihi. Da ist ein Schatten. Jetzt aber los! Ah. Wow. Cool, ja, ich denke, dass man irgendwo einen Schlüssel verpassen kann oder vermasseln kann oder so und deswegen ist er wahrscheinlich da. Gigazoll. Zoll. Vielleicht musst du öfter gegen die Augen machen. Aha. Ah. Ach so. Hey, Tobi. Auch so ein easy Boss. Und fertig. Und sogar eine Minute vor halb acht. Perfekt, ich Schluss mal. Bam! Aha. Kann noch sein, ja. Zwei Templites. Ah ja, stimmt. Ja, also das Spiel ist ja easy. Ja, ich sag ja, bis zum fünften Tempel ist alles noch easy. Und dann zieht's ganz schön an. Was ist das, eine Klingel-Dilling? Ein Nixenglöckchen. Du hast das Nixenglöckchen erhalten. Oho. Wasserfall, im Wasserfall ist es versteckt. Wir haben noch. Habe ich schon mal. Wasserfall gesehen? Ich weiß nicht. Ich weiß doch nie was. Naja. Oh, wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle acht gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolint verlassen kannst. Gehe nun zur Durstwüste. Ihre Einwohner werden dir den Weg weisen. Ich sag nur Uhu! Okay. See you later, Alligator. Ah, cool. Okay. Sehr gut. Da ist dein Wasserfall. Das sieht wie eine aus. Mega detailliert, die Map. Ja, ist schön, oder? Fantastisch vertont. Dankeschön. Ja, geil. Was haben wir aber da? Wir merken uns, wir wollen erst in die Wüste. Warte, hier haben wir aber etwas. Hier haben wir ein Dings da und ich glaube, das ist irgendetwas mit Heben oder so. Da will ich noch hin. Darf ich das? Na gut, dann geh da noch hin.
Wie komme ich da hin? Da. Da. Shit. Da, da, da. Okay. Ah, oder ich komm, kann ich da runter? Ah. Geht rein. Geht besser so. Yes, we can. Aha. Und ich habe wieder 416 Rubine. Ja, die sparen wir uns. Oh, warte, jetzt habe ich ja das Ding da. Alles gut. Ja, jetzt bist du schnell. Oh, ich liebe es, jetzt bin ich schnell. Eins Turbo. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Verzeihung. Du rennst zu weit da runter. Warum? Darum. Ja. Jetzt muss ich dann auch langsam mal pullern. Aha. Aber ich warte noch. Aha. Geh erstmal rein und dann vibriere ich nochmal. Sie hat vibriert. Es ist nicht alles mit Schaufel rum. Es gibt's auch mal anders. Mal anders. Nur sagen. Also. Welcher Kopf hoppert? Ah! Na das ja, guck mal an. Ja, ich mach's. Würdest du auch machen, wenn du so schnell rennst. Ja, definitiv. Moment, also. Ah, da. Ich komm dahin, geradeaus, vorne links. Up. Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Ja. Ah, nicht rennen, sondern... Okay, Bombe. Muschel! Yay, wie viel haben wir jetzt? 10. 9. Dann haben wir hier alles, oder? Ja. Gut. Dann such dir einen schönen Platz, wo du stehen möchtest. Und speichern natürlich. Oder was mache ich? Stellst dich jetzt irgendwo hin, wo du stehen möchtest, und dann speicherst du. Hier. Da im Loch kannst du nicht. Oh. Hat noch Bedingungen. Ja. Hey, sensationell. Hallo. Oh, warte mal. Kann ich das runter? Ich kann die Äpfel sammeln. Du hast einen Apfel erhalten. Köstlich und gut für die Herzen. Nein, geil. Ist das wie Herzen sammeln? Ja, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, die füllen ein Herz auf. Aber es gibt noch andere Farben. Okay. La, 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 la. Ja, dann machen wir natürlich hier bei unserem Zuhause. Oder? Wait a minute. Wait a minute, yeah, you can. Du könntest dich ja mal vor diesen einen Raum stellen, wo ein Bett drin war. Nur so, dass wir es nächstes Mal nicht vergessen. Okay. Da könntest du jetzt eventuell weiterkommen. Aber nur davor stehen bleiben. Nein, nicht ringen. Du hast gesagt, vor dem Bett. Ringen. Hier. Davor. Na, vor dem Raum habe ich gesagt, nicht vor dem so. Bett. Smarty, du hast so. Es auch gehört. Okay, gut. So. Okay, dann bleib da stehen. Nächstes Mal darfst du dein Bett. Ich will da. Im Traumschrein. Das heißt, das nächste Mal geht's im Traumschrein weiter? Ja. Da machen wir dann erstmal weiter. Oh yeah.